damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg, das Quiz. Heute mit zwei unglaublich tollen Gästen. Zu meiner Linken ist TV-Jäger, der Mann ist Kult im Quizfernsehen, Sebastian Klussmann. Und zu meiner Rechten eine Ehren-Wildcarderin. Und diese Frau heißt Emily. Riesenapplaus. Wenn ihr auch mal Bock habt, hier mit uns am Quiztisch zu sitzen, dann geht immer. Dann schreibt doch mal in die Kommentare, welches Fach mögt ihr am liebsten oder in welchem Fach seid ihr extrem schlecht. Wir suchen euch dann hinaus und dann sitzt ihr hier mit uns am Quiz. Mit Tisch. Und auch heute geht es wieder genau um das Stückchen Edelmetall, um die Welcher Comicheld tritt seit 1939 im Fledermauskostüm auf? Batman. Welche Lösungsmittel nimmt man für Aquarellfarben? Wasser. Fällt raus. Richtig oder falsch? Schnabeltiere sind Säugetiere, legen aber trotzdem Eier. Falsch. Was ist los, Junge? Ich hab das nur gemacht, weil er gesagt hat, nicht die ganze Schuld in die Schule schieben, das ist ja extrem unangenehm. Ich schmiss gar nicht in die Schule. Ey, wir brauchen andere Emotionen. Also? Okay. Oh Gott, kotzt mich nicht an. Sebastian, dich kennt man aus dem Fernsehen, aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, genau. Du bist TV-Jäger, Besserwisser möchtest du nicht genannt werden. Nein. Du bist einfach bei Gefragt gejagt. Nenn das Format beim Namen. Ich wollte das auch ankündigen. Lass doch meine Moderation nicht von dir zerschießen. Heute wirst du von mir zerschossen. Ja, das ist gut hier. Das ist Unterhaltung. Gefragt, gejagt ist das Quiz, wo du vorstellig bist und dann quasi Leute rauskickst. Ist mein Job, ja. Das heißt, viele Menschen werden dich natürlich auch denn hier kennen. Möchtest du deine Fans grüßen? Deine Klussis? Ich grüße alle drei. Alle drei. Mama ist dabei. Gut, Emily, du bist eine Ehrenwildcarderin, denn du bist in der Pflege tätig. Und dafür erstmal einen Riesenapplaus. Und deswegen natürlich direkt die erste Frage. Wie viel traust du dir hier heute zu? Kommt drauf an. Es kommt auf die Fragen an, natürlich. Ganz manchmal genau ist es Mäusemelken, manchmal weiß man viel. Mit welchem Sinnesorgan nimmt der Mensch süß, sauer, bitter und salzig wahr? Mit der Zunge. Der Teufelsrochen und ein Automodell von Opel aus den 80er und 90er Jahren teilen sich einen gemeinsamen Namen. Wie lautet er? Manta. Zu welcher Obstart gehören die Mirabellen? Pflaumen. Oh. Bei welcher Sportart gibt es einen Boxenstopp? Formel 1. Wie lautet die englische Bezeichnung für den Kontrollturm auf Flughäfen? Keine Ahnung. Das weißt du. Was? Tower. Oh, natürlich. Tower. Ich kenne nur den Bier-Tower, der mir jedes Wochenende gereicht wird, in meiner Stammkneipe. Geil. Ja, nein, aber andere Emotionen. Ja. Oh Gott! Oh, nicht brechen, bitte! Du bist aus Mainz. Bist du geborene Mainzerin? Nein. Wo bist du geboren? Gau Algesheim. Wo ist denn das? Das wunderschöne Gau Algesheim am Rhein. Und was magst du lieber? Würdest du jetzt sagen, du bist den Kölner Raum lieber vertrauter und magst du lieber oder Mainz? Mainz, ne? Weißt die Mainz, du auch in Mainz sitzt? Die Mainz in Mainz sitzt in Mainz. Grüße gehen raus, liebe Freunde! Ja! Und ZDF, ne? Ja klar, darf ich auch sagen, doch, ne? Natürlich. Denn Funk ist das öffentlich-rechtliche Angebot von ARD und ZDF. Also Mainz ist eine tolle Stadt, aufgrund der Mainzer Menschen natürlich. Die finde ich ganz besonders süß. Und hast du noch was dazu zu sagen? Wer stellte 1859 die Evolutionstheorie auf? Johannes Kepler oder Charles Darwin? Charles Darwin. Wie viele Pferde hat ein Schachspiel? Vier. Welche Jahreszeit ist bei uns in Deutschland, wenn in Australien Sommer ist? Bei uns auch Sommer. Wenn in Deutschland Sommer ist, in Australien Winter? Ja. Cool. Erdkugel oder ist für dich die Erde eine Scheibe? Das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Hau mal weg, ein paar Fragen an Sebastian. Also geht's nicht. Weniger Wissen, also eher Intelligenzfragen. Sebastian, dein Kollege, der Herr Jacobi, der auch Sebastian heißt, der war hier und der hat abgeräumt. Mhm. Habt ihr mal schon gequatscht? Weiß er, dass du heute hier bist? Er hat mich gebrieft, trainiert, seit Wochen.
auf dem Laufband und dann gepeitscht mit dem Kiesbuch? Genau so ist das, auf dem Laufband. Gibt es einen Konkurrenzkampf? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Da geht es um die deutschen Meisterschaften. Die haben wir aber auch schon zusammen gewonnen. Dreimal. Als Team quasi? Wir sind im selben Team. Wie Poldi und Schweini damals. Ja, genau das sind wir. Poldi, Schweini, der Quiz-Szene. Das ist der Hammer. Emily, machst du auch mal Privatquiz oder bist du lieber privat unterwegs? Nicht wirklich. Auf der Rolle? Willst du auch so ein Party machen? Auch nicht wirklich. Was ist denn dein Hobby, wenn du nicht auf Quiz oder Party machst? Ich backe sehr gerne. Was kannst du am besten backen? Zimtschnecken. Ah, und wo sind die? Ich lasse mich ja ungern bebacken von Wildcardern. Ja, von dir würde ich natürlich alles backen lassen, aber es landet einfach alles ausnahmslos im Müll bei uns. Nicht für uns backen. Dennis, du hast ein Leben verloren, du hast nur noch eins. Hast du noch was zu tun oder wartet ein Taxi raus? Ich habe noch einen Catering-Dienst, also ich muss leider in einer Viertelstunde weg. Mhm. Wer führt die Musiker eines Orchesters mit einem Stab? Der Dirigent. Wie nennt man die Sportart, deren Ziel die aktive Körpergestaltung einhergehend mit dem Wachstum der Muskelmasse durch Krafttraining unter Zuhilfenahme von Fitnessgeräten ist? Bodybuilding. Wie viele Quadratmeter hat ein Aar? 100. Mann, das ist unglaublich, der Mann! Einfach geraten. Wie nennt man den Schwanz eines Pferdes? Dennis, Pferdeschwanz. Schwanz! Das war schwer. Ja. Hast ja gleich Bilder im Kopf, ne? Ich sehe es tatsächlich nicht ein. Was macht man, wenn man beschissen wird beim Quiz? Was machst du denn da? Ja, dann da gibt es doch Schiedsrichter, oder? Gehe ich in diesen Raum und da schreie ich erstmal. Oder ich trinke so zurück. Schmeckt überhaupt nicht schlecht. Ey. Mach die Illusion nicht kaputt. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich bin ab heute Teil der deutschen Quiz-Nationalmannschaft. Ende. Dennis, Riesenapplaus für dich. Komm, super. Hammer. Wow. Ist der Buchstabe P ein Konsonant oder ein Vokal? Ein Konsonant. In Deutschland haben wir die ARD und das ZDF. Wie heißt das öffentlich-rechtliche Äquivalent aus dem Vereinigten Königreich? BBC. Was reimt sich auf Kotze? Motze? Motze ist kein Wort. Natürlich. Man wollte hier ein Wort entlocken, was ich natürlich niemals mitnehmen wollte. Gut, dass du es nicht gemacht hast, Sebastian. Du bist natürlich öffentlich-rechtlich geschult, dass so ein schweinisches Wort nicht ausgesprochen wird. Das war richtig, gibt's auch. Ach so, ich hab das Motze. Man muss das dann nicht Motze hinreißen. Weiter geht's. Wie nennt man den Knochenfortsatz der Elle? Keine Ahnung. Ach Gott, klar. Was? Oh, wow. Emily, dann haust du mal hinten rein. Emily, du bist ja nicht nur Pflegekraft, sondern ich habe dir aufgeschrieben, dass du in deinem Beruf richtig aufgehst. Das heißt, dir macht Spaß. Ja, das stimmt. Es gibt ja Pfleger, die schütten dem Rentner, der neben ihm liegt, irgendwie absichtlich. Ich bin ja noch in der Ausbildung. Das heißt, noch macht dir Spaß. Ja. Noch hat sich der Beruf nicht kaputt gemacht. Ja. Nee, was ich mache Kinderkrankenpflege. Genau, was machst du da genau? Was sind deine Aufgaben? Kinder pflegen. Das heißt, betreuen. Auch mal so ein, ja, betreuen. Unterstützen. Und hast du ein Lieblingskind? Kannst du jetzt grüßen an der Stelle. Und du möchtest das auch dann später machen, wenn du älter bist. Und dann möchtest du hauptberuflich quasi Pflegerin werden. Ja, ganz genau. Lauterbach, dreh mal das Gehalt ein bisschen hoch. Ich will, die Frau eine Rolex trägt. Eine andere Luxusuhr. Wie wird circa abgekürzt? CA. Welcher berühmte Twitch-Streamer kommt aus Buxtehude und heißt gebürtig Marcel Iris? Tana Black. Was verankert man mit Heringen am Boden? Zelte. Fluren? Zelte, sauber. Wie heißt der CEO von Meta? Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Wie heißt der CEO von Tesla? Elon Musk. Twins wie GmbH. Welche Märchenfigur fiel in einen 100-jährigen Schlaf, nachdem sie sich an einer Spindel in den Finger stach? Dornröschen. Das klassische griechische Alphabet beginnt mit Alpha und endet mit X. Omega. Ach, Omega. Ich kenne Omikron. Ja, da sind wir noch nicht so weit, ne? Skoll. Sebastian, ich habe mir aufgeschrieben, dass du großer Tinder-Fan bist. Oder Fan grundsätzlich.
Dass du der deutsche Tinder-Swindler bist quasi. Wäre noch nicht aufgefallen. Ne? Es gibt auch andere Dating-Apps. In die Fortsätze, ja. Wieso stehst Bumble du so? Mag ich auch sehr gerne. Ja, weil da muss die Frau den ersten Schritt machen. Ja, und Raya ist auch gut. Wieso machst du so gerne Dating-Apps? Ja, trifft man interessante. Nein. Immer gute Musiktipps, ne? Ja. Da unten bei Bumble sieht man dann immer so Musikvorschläge. Ist das so? Luki, ja, ja. Luki ist bei Bumble, ist das so? Ja, ne? In billigen Hotels werden dann die Matratzen auseinandergenommen. Ach. Würdest du eine Whisky-Cola so gar nicht, die Hotels sind ziemlich gut. Ja. Öffentlich-rechtlich! Ich bekomme dann aber immer schöne bei Bumble erste Nachrichten, so, ja, bist du auf der Jagd und so. Oh. Das haben sie aber eben schon im Offen Dennis gesagt. Ich habe auch gesagt, wenn er bei Dating-Anfragen bekommt, wetten solche Sachen oder ich liebe dich so wie Pi hoch 7. Ja, oder meine Omas großer Fan gibt's auch. Ja. Das gibt, oder ja, meine Oma, ja, oder ich bin die Oma so, von. Ja, ja. Sie wird sich total freuen, ja, wenn wir uns kennenlernen. Wie bezeichnet man den Drang zur Flüssigkeitsaufnahme? Durst. Apropos, welches Getränk wird im Volksmund auch flüssiges Brot genannt? Korn? Oh, Bier! Oh Gott, Bier! Aber Korn war genau so. Genommen ist das gar nicht. Aber Emily, du gehst ja nicht feiern, deswegen, wie willst du den Geschmack von Bier überhaupt? Oder den ja, Bier, klar, den natürlich. Ich trinke nur Wein, wir trinken nur Wein. Eklig, ne? Emily, was hast du noch vor in deinem Leben? Sollen dir Leute bei Instagram folgen zum Beispiel? Oder ja, bei Bumble? Sehr gerne. Dann sag doch mal in deine Kamera eine schöne eine Bewerbung, warum man dir folgen sollte und gleichzeitig auch die Verabschiedung. Ich poste immer, was ich backe. Aha. Das sieht immer sehr gut aus, deswegen, falls ihr darauf Lust habt, Emily_WE. Sauber. Hey. Du musst jetzt wirklich, ich möchte eine Schlagzeile bei TV Spielfilm. Du musst dem jetzt einen Punkt abgattern. Abluchsen, keine Ahnung. Ja, Sir! Und damit stehen Sebastian und ich im großen Finale und wir beide spielen entweder oder. Harry Potter Charakter oder nicht? Hermine Granger. Korrekt. Luke Skywalker. Nicht korrekt. Severus Snape. Korrekt. Ron Weasley. Korrekt. Jon Snow. Nicht korrekt. Atreyu. Nicht korrekt. Dobby. Korrekt. Albus Dumbledore. Korrekt. Rubeus Hagrid. Korrekt. Willy Wonka. Nicht korrekt. Sirius Black. Korrekt. Alan Ripley. Nicht korrekt. Peter Venkman. Nicht korrekt. Willow Ufgood. Korrekt. Das klang so nachher. Was ist denn das? Ich hab keine Ahnung. Tochter von Will Smith, ne? Aber nicht. Ja, oh, ja, probier ihn. Oh, das ist immer auch das Zeug, ich immer am Supermarkt vorbeigehe. Oh. Juhu! Oh. So, Herr Jacobi, Sie sind eindeutig schlauer. War schon mal Gastgeber einer FIFA-Fußball-WM der Herren. Deutschland. Korrekt. Brasilien. Korrekt. Trinidad und Tobago. Nicht korrekt. Mittelerde. Nicht korrekt. Frankreich. Korrekt. Narnia. Auch nicht korrekt. Südafrika. Korrekt. Thailand. Nicht korrekt. Russland. Korrekt. Griechenland. Nicht korrekt. China. Nicht korrekt. Mexiko. Korrekt. Japan und Südkorea. Korrekt. Argentinien. Korrekt. Italien. Korrekt. Israel. Nicht korrekt. Spanien. Korrekt. Chile. Nicht korrekt. Was? Nein, 62! Oh, 62! Wow! Sebastian, was heißt, ich trinke jetzt einen Ekelshot auf Chinesisch? Scheißegal, was hier. Wow! Oh! Das kann natürlich auch ganz auf Schweden, ja.
Ich bin total von dir überzeugt. Ich hab nichts getan. Oh, das ist peinlich. Dieses Dorf gibt es wirklich oder dieses Dorf gibt es nicht? Oberkacker. Gibt's nicht. Aber zum Glück habe ich diese Runde direkt vorzeitig beendet. Du bist ja Quizzer. Ja, genau. Wie weiß man so? Hättest du das gewusst? Das ist klar, ich war ja schon mal dort. Ja? Grüße an alle Opa Kackheimer. Opa Kacka, liebe Freunde. Gut, aus der Stadt kommt auch Beatrix vom Storch aus diesem Dorf. Gib dir! Loser, Bruder! Hasse dich! Ich muss mich entschuldigen für meinen Loser, Bruder. Oh, Kacke! Wahr oder falsch? Bei der Fußball-WM der Männer 2014 gewann Deutschland mit 7:1 gegen Brasilien. Das ist wahr. Der Wolf stammt vom Hund ab. Wahr. Andersrum, Hund vom Wolf ab. Alles klar. Come on, echt. Das ist eine Pfeife rauchen, den Typ. Damit gewinnt Sebastian Klusmann sehr glücklich. Korrekt, oder nicht? Das hier ist deine Tischplatte. Ich habe mich auch extra so gekleidet. Ne? Das sieht super aus, ja. Golden Boy. Auch mal einen Riesenapplaus für unsere Wildcarderin Emily. Und wenn ihr weiterhin Bock habt, hier mitzumachen, dann schreibt doch mal in die Kommentare, welches Fach liegt euch, welches nicht. Und was habt ihr heute zum Mittag gegessen? Oben gibt es ein tolles Video von Manu Thiele. Und zwar Bundesliga ohne Titelkampf. Mit Playoffs mehr Spannung. Und unten gibt's die letzte Folge. Korrekt, oder? Das Quiz mit Tisch. Tschüss!